Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man die Amplitude oder die Amplitudengenauigkeit des Spektrumanalysers SSA3021 oder SSA3032X überprüfen kann. In diversen Foren wird bemängelt, dass diese Amplitude nicht korrekt ist oder viel abweicht. Viele sagen, meine Amplitude ist plus minus 3 dB daneben, wobei die Spezifikation eben genauer ist. Das möchte ich Ihnen heute zeigen. Zur Erinnerung sind die Spezifikationen. Die Testbedingungen hier, die können natürlich leicht eingehalten werden. Ich bin nicht in einem Reinraum, sondern in einem Raum, der zwischen 20 und 30 Grad hergibt in Celsius, 30-70% relative Luftfeuchtigkeit, das ist problemlos einzuhalten. In jeder Wohnung ist das sicher noch erreichbar. Die Genauigkeit, die angegeben wird, wiederum bei den gleichen Bedingungen, 20 bis 30, gleicher Luftfeuchtigkeit. Die Frequenz ist 50 MHz, also die Spezifikationen sind sehr tiefen Frequenzen angegeben. Dann die Einstellungen des Spektrumanalysers, die Resolution Bandwidth ist 1 kHz und die Video Bandwidth 1 kHz, die sollte eingestellt werden. Und dann noch der Peak Detector, also mit welcher Dämpfung man misst, ist 20 dB. Dann sollten folgende Zahlen herauskommen mit dem eingeschalteten oder ausgeschalteten Vorverstärker. Einmal bei minus 20 dBm Input, das andere mal 40 dBm. Und eigentlich haben wir hier als Resultat, besser ist bei ausgeschaltetem Vorverstärker 0,4 dB plus minus und bei eingeschaltetem Vorverstärker plus minus 0,5 dB. Und das möchten wir überprüfen, ob wir hier in diesem Bereich sind. Damit wir das machen können, brauchen wir Folgendes. Wir brauchen einen Signalgenerator, der 50 MHz mindestens ausgibt und der dann auch minus 20 dB Output und auch minus 40 dB Output einstellbar hat. Also wir müssen mindestens bis zu minus 40 dB einstellen können. Ich benutze dazu einen kalibrierten Rode und Schwarz SMT03. Der gibt ein Sinussignal aus, kann auf minus 40 dB eingestellt werden. Wichtig ist jetzt noch ein hochwertiges Kabel. Ich habe für meinen Vergleich ein H155 mit N-Steckern genommen. Bei 50 MHz ist ein 155er völlig okay oder ähnlich geht auch. Also bei 50 MHz haben wir nicht den größten Einfluss von der Frequenz. Ich habe einen Vergleich gemacht noch mit einem Suner Sukoflex 104A. Das zeigt bei den geprüften Frequenz, beim Frequenzbereich, den wir untersuchen, keinen Unterschied. Bei 1 GHz sehr wohl, da fängt es dann schon an, Unterschiede aufzuzeigen. Dann braucht es ein Powermeter. Ich habe das URVD auch von Rode und Schwarz und mit einem Diodenmesskopf verbunden. Diese Combo hier erlaubt mir, den Kabelverlust und den Generatorfehler zu erfassen. Dann als erstes den Spektrumanalyser mit dem Signalgenerator verbinden, Auswertungen machen. Das ist in etwa die Vorgehensweise. Zuerst mit dem ausgeschalteten Vorverstärker den Kabelverlust messen. 1 Meter H155 habe ich, der Output des Signalgenerators 50 MHz, minus 20 dBm. Hier haben wir die 50 MHz und hier habe ich den Output auf minus 20 dB eingestellt. Mit dem Diodenkopf komme ich dann auf ein Signal von minus 20,183. Ich habe also Kabelverlust und Generatorfehler von 0,183 dBm. Nicht sehr viel, aber immerhin, wenn man da von kleinen dBms spricht, ist eben ein solcher Verlust doch erheblich. Der nächste Schritt dann, den Signalgenerator mit dem Spektrumanalyser verbunden und hier nochmal gemessen mit dem berühmten dB-Dämpfungsglied, den ich hier
eingeschaltet habe, 20 dB, und das Dämpfungsglied vom Signalgenerator auf 20 dB eingestellt. Dann Resolution Bandwidth 1000 und Video Bandwidth ebenfalls 1000. Das gibt dieses Bild, 50 MHz und 20,24 dBm als Signal. Das ist schon an und für sich, ohne dass ich jetzt noch korrigiere, mit dem Kabel und mit dem Generator schon an und für sich sehr gut. Und wenn man das noch korrigiert, Kabel- und Generatorverlust 0,183, das ist hier, wenn ich das hier einsetze, die Anzeige 20,24 und die Genauigkeit ist dann, wenn man diese beiden Sachen berücksichtigt, 0,057, also längstens im Bereich von diesem plus minus 0,4 dB. Hervorragend. Das gleiche mache ich mit den 40 dB. Wieder das 1 Meter Kabel, 50 MHz, 40 dBm. Hier die 50 habe ich belassen und hier minus 40 dBm Ausgangssignal. Und was gibt mir das? Die 40,174. Verlust 0,174 dB. Wenn ich das wieder beim Verbinde, den Spektrumanalyzer verbinde, habe ich jetzt hier die minus 40 und hier lese ich ab 40,24. Hier ist der Preamplifier, der Vorverstärker, eben eingeschaltet. Diese 20 dB habe ich belassen. Das ist auch identisch wie mit dem vorhergehenden Versuch. Und das gibt dann Folgendes. Wenn man das alles ausrechnet, habe ich 0,066, also auch hier hervorragend. Das ist schon fast top, dass wir das fast auf den Punkt getroffen haben. Also sehr, sehr genau. Ich kann hier nur ein Kränzchen wenden. Mein Signalgenerator ist akkurat, ist sehr genau. Aber wie gesagt, ich möchte diese Bemerkung nochmals wiederholen. Das bezieht sich auf mein Gerät. Es ist durchaus möglich, die Streuung scheint doch relativ groß zu sein, dass es eben mal größere Differenzen gibt. Eben manche wurden rapportiert mit plus minus 3 dB, das ist natürlich längstens daneben. Hier muss es plus minus 0,5 sein, also hier sind wir natürlich längstens in diesem Bereich, der vorgegeben ist, gemäß Spezifikationen. Das war es dann schon. Ein Schritt für Messvergleiche zu machen, eigentlich auch eben die Kabelverluste und die Output Power des Generators berücksichtigen, dann können Sie auch sehr gute Vergleiche machen. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.